Guten Morgen, Herr Schnabel. Leute, Tanzi holt mich jetzt ab. Wir fahren ins Fitnessstudio. Es ist einfach ein ultra heftiges Wetter. Digga, schaut euch das an. Die beiden Schiffe liegen im Hafen. Das Wasser glitzert. Der Himmel ist blau. Hammergeil. Und oben in den Bergen keine Gewitterwolke zu sehen. Nur weiße, schöne, flauschige Wattebällchen. Ah, das macht echt gute Laune. Wir gehen jetzt erstmal ins Gym und erzähle euch, was heute noch los ist. Heute ist etwas los, womit ich gar nicht gerechnet habe. Irgendwas mich ein bisschen überrascht. Ihr werdet gleich erfahren. Hey, let's go, guten Morgen. Ja, wer steht denn da unten? Let's go. Jetzt sind wir schon an der Hafenstraße und hier sind die Schiffe nochmal von näher. Und die scheißen hier alles auf die rote Ampel. Die laufen einfach alle rüber und dann so hoch ist ja, da kommt ja ein Auto und ganz schnell loslaufen. Aber du nicht, Ehrenmann. Ja, Mann. Bei Rot darfst du nicht gehen. Vor der Kamera. Aber du hast letztens vor der Kamera am Rand in die Kommentare geschrieben, ah, Zebrastreifen sind scheinbar immer von derer scheißegal. Das ist irgendein Zebrastreifen, was du einfach weitergefahren. Ja, aber es ist man muss aber dazu auch sagen, die Zebrastreifen werden hier nicht so geachtet wie in Deutschland. In Deutschland denkt man natürlich anders, aber hier machen die oft auch so weiter oder ja, so. Ja, also nee. Deswegen ist es komisch. Und manchmal bleiben die auch stehen. So weißt du, du bleibst so stehen und wenn du auf 20 guckst, so wie die da. Die da vorne willst du ja noch 20 Minuten stehen bleiben, bevor sie überlegt, ah, jetzt will ich rüber, so weißt du. Aber es ist in vielen Ländern so. Zebrastreifen heißt nicht immer automatisch, du bist komplett sicher zum Rübergehen. Also wenn ihr mal im Ausland seid, verlasst euch nicht auf den Zebrastreifen. Ich finde zum Beispiel in Paris, der Innenstadt, ist der Verkehr ein bisschen stressig. Oder in Athen oder so. Wir sind da durchgefahren, wo wir den Roadtrip hierher hatten. Das ist natürlich schon eine Nummer da. Also es macht nicht so unbedingt Spaß. Boah, diese riesen Kreisverkehr und sowas, ja. Alter. Und die ditchen ja auch einfach die Autos an. Also die fahren ja beim Parken, ditchen ja vorne, hinten ja einfach die Autos an. Habe ich hier aber auch manchmal das Gefühl. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen finde ich, die Leute fahren hier gar nicht schlecht. Also ja. Ich habe hier keinen Ärger. Dafür, dass es eine Insel ist? Ja, dafür, also, dass es hier eine Insel ist und dass jetzt hier nicht so ein Sport ist wie bei uns so gesehen. Ja, ja. Also hier gibt es ja keine richtige Autobahn und alles. Ja. Ja. Apropos Insel und Autofahren, checkt mal Tanzverbots neues Video aus. Da erfahrt ihr auch ein paar Dinge dazu wegen Insel und Autofahren. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut mal in die Beschreibung. Da erzählt Tanzi unter anderem darüber, was er vermisst auf der Insel. Und zwar hat es auch was mit Autofahren zu tun. Aber mehr erzähle ich dazu nicht, das schaut ihr bei Tanzi-Video. So, wir gehen jetzt ins Fitnessstudio rein. Ah ja, übrigens, ich habe noch gar nicht erzählt, wer heute kommt. Das erzählen wir gleich. Ja. Also ich sag mal so, es ist nichts Geplantes. Wir beide wussten davon erst ja, ganz kurzfristig. Und jetzt sind wir mal gespannt, was da so abgeht. Wir sind im Parkhaus. Und nichts ist hier, außer das Meer. Gibt es noch irgendein anderes Parkhaus auf dieser Welt, was so einen Ausblick hat? Junge, guck dir das mal an. Ja, bestimmt einige in Miami und so, aber und so halt, ich denke mal in allen Inselorten, die ein Parkhaus haben. Aber in Deutschland wahrscheinlich nicht. Das ist die Sonne krass, ey. Ja, die Sonne ist krass. Hier unten ist das Fitnessstudio. So, rein in die gute Stube. Wir sind auf dem Rudergerät. Ich mach's gerade mit einer Hand, weil ich auf der anderen das Kamera, die Kamera halte. Und wärmen uns ein bisschen auf. Gleich geht's dann los mit Kraftsport. Wir gucken dabei Nachrichten. Ja, Nachrichten, ganz wichtig. So, Tanz ist gerade beim Low Row. Mach mal eine Übung. Sehr gut. Mach ich richtig? Ja, ich bin gerade bei der Beinpresse. 80 Kilo. Wenn ich überlege, dass ich mit 30 Kilo angefangen habe, mit 80 Kilo komme ich eigentlich ganz gut klar. Du musst einfach deine Brust an das Ding ran drücken, gerade Rücken behalten und dann halt ziehen. Ja. Nur die Arme anwinkeln. Ja. Alter, gerade so Waden. Ich habe gerade meine Wade, die pulsiert. Also 80 ist meine Grenze. Aber macht Bock. So, heute mal eine Besonderheit. Wir sind direkt vom Fitnessstudio mit unseren Sportklamotten noch rausgegangen und gehen jetzt hier um die Ecke. Und zwar schon mega schön, also. Ins Meer. Hier ist nämlich direkt so ein Meerschwimmbad. Es gibt hier an vielen Orten. Das ist da wohl, das ist auch in Portemonnaie, habe ich euch letztens gezeigt, da wo die Lava ins Meer gelaufen ist. Sind so natürliche Bäder entstanden und da haben die auch ein Schwimmbad draus gebaut. Und da gehen wir jetzt schwimmen. Wenn man schon am Meer ist am Fitnessstudio, kann man direkt nochmal schwimmen gehen am Ende. Geil, wir haben sogar Duschen draußen. Perfekt, haben sie. Geil! Und hier ist eine Umkleidekabine, hier sind die Badegäste, hier ist das Meer und da ist das... Wir können nicht rein ins Meer, oder? Ins Meer können wir nicht rein, das ist abgetrennt, oder? Doch, wir können ins Meer! Oh mein Gott, wir können sogar ins Meer! Hä, wie geil ist das denn? Guck mal, wir können da ins Meer mit dieser Leiter und können richtig im Meer schwimmen. Ja. Und mit der Treppe und wir haben noch eigene Pools da. Hä, ist ja ein Hammerschwimmer, das ist direkt neben dem Fitnessstudio. Ja. Ey, das ist geil! Junge, das lag uns nicht. Ich freue mich! Ey, willst du ganz kurz erzählen, wer heute kommt? Ich muss es erzählen. Ja, weil du hast zuerst davon erfahren. Ich wusste es ja noch gar nicht. Es war irgendwann an einem Tag, wo ich kränklich war und den ganzen Tag gepennt habe. Ich bin wach geworden und wurde drei oder vier Mal angerufen von einer bestimmten Person, die jetzt gerade auf dem Weg hierher ist. Und zwar
Exe95 besucht uns ganz spontan hier. Eigentlich wirklich ohne Ankündigung. So, er hat einfach beschlossen, dass er herkommt. Und ja, den werde ich dann auch gleich abholen, wenn wir das hoffentlich noch zeitlich schaffen. Das kriegen wir schon hin. Aber was denkst du darüber, dass er einfach vorbeikommt, ohne richtig vorher Bescheid zu sagen? So spontan? Ja. Ich bin leider auch ein zu spontaner Mensch, als dass ich mich jetzt darüber aufregen kann. So, ja. Lass mich immer auf sowas ein. Oh mein Gott, ich zeig's euch ganz kurz. Ich nehme das Handy jetzt nicht mit. Aber wie geil ist das eigentlich? Schaut euch das mal an. Hier hast du einfach so eine. Hier ist so ein Vulkanbad. Richtig geil, da ist das Meer. Hammer, oder? Richtig, richtig geil. Ich finde das so geil. Ich bin gerade so glücklich, dass wir jetzt zum ersten Mal hier hingegangen sind. Okay. Wir waren im Fitnessstudio immer nur innen drin schwimmen, aber jetzt sind wir mal außen schwimmen. Ja, let's go. Let's go, schwimmen gehen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir schwimmen waren. Gleich. Ich bin gerade rausgeklettert. Tanzi ist einfach schon im offenen Meer. Junge, lass dich nicht vom Hai erwischen. Was? Lass dich nicht vom Hai erwischen. Ja, danke schön. Bitte. Wir waren gerade noch umziehen und duschen. Das Meer war schön kalt. Die Dusche war wirklich schön kalt. War sehr erfrischend nach dem Fitnessstudio. Das wirklich geile Gefühl ist einfach, dass wir jetzt gerade mit klarem Wasser geduscht haben, ohne abzuseifen. Ich glaube, das ist auch mal ganz gut für den Körper, wenn man nicht immer Seife benutzt. Weil das ist ja überhaupt nicht gut. Generell diese Kultur, dass man jeden Tag duschen geht und sich immer, oh Alter, ich schwöre dir, die Taube ist gerade einen halben Meter an den Kopf vorbeigelaufen. Naja. Ist doch egal, Mann, Alter, lass mich aussprechen. Hä, ich hab nichts gesagt. Das ist nicht gut. Die Taube wollte ich noch weiß. Ist auf jeden Fall nicht gut, dass man so oft duschen geht und dabei immer so Zeug in sich in die Haare schiebt. You know what I mean? Ja, Mann, scheiße. Ich verstehe, was ich meine. Zu viel ist gut. So, jetzt extra abholen. Dafür, dass er sich nicht angemeldet hat. Kommst du jetzt mit und begrüßt ihn? Ey, schön, dass du ohne Anmeldung gekommen bist. Eigentlich soll ich mit Sabine einkaufen jetzt. Oh oh. Ja, eigentlich sollte ich jetzt am Flughafen sein, also komm. Na gut, ich komm mit. Aber Leute, kommt nicht ohne, wenigstens mal vorher Bescheid zu sagen vorbei und erwartet dann, dass ihr abgeholt werdet. Dann nehmt ihr euch das nächste Mal ein Taxi. Hier waren wir gerade. Es war sehr schön. Wir sind jetzt am Flughafen. Exel hat allerdings noch nichts geschrieben. Das heißt, entweder hat er uns verarscht und er hat nur seinen Flugmodus reingemacht und hat zwar. Alter, stell dir mal das vor. Stell dir vor, es ist ein Prank. Wir kommen jetzt hierher und das ist nur ein Prank. Aber stell dir vor, er hat nur Flugmodus reingemacht, dass du denkst. Ja, aber er hat ja eine Story gemacht vorhin auch schon. Vom Flughafen? Auch vom Ticket. Hoffentlich, Alter, das. Das wäre ein heftiger Prank. Da ist er ja. Das war Excel! Das ist gerade Angst, dass dein Auto zu sehr tiefer gelegt ist. Guck da mal! Excel! Jetzt fliegt dich wieder raus! Ich komm nicht, ich brauch's Butter. Gib mir eigentlich nur Butter. Axel, jetzt wo du sitzt, warte kurz, komm her. Jetzt wo du hier gerade sitzt und nicht mehr raus kannst, stell ich dich zur Rede in einem Stream. Film mit. Wie ist das denn? Einfach vorbeikommen, ohne vorher mal zu fragen, hey, habt ihr Zeit? Hey, es tut mir leid. Weißt du, eigentlich war geplant, dass ich 4 Tage hier Urlaub mache in einem Spa-Hotel und mir den Lörgers passieren lassen. Ja, und jetzt, was ist jetzt der Plan? Jetzt hat er kein Hotel und weiß nicht, was ich hab ein Hotel. Ich hast du? Ja, hast klar, du gebucht? Aber wo? Oh, weil sag nicht. Spa. Okay, hey, Junge, du bist so. Da kommt eh keiner hin, Alter, als ob hier Leute Darum wohnen. Geht's doch. Ja, okay. Ach so, nein, ich wohne im Blitz, Alter. Er sitzt hinten, Ehre. Mein Gott, Excel. Ja. Schön. Hast du Pups gemacht, Excel? Nein, habe ich nicht. Ich schwör, das war der Sitz. Ich habe nichts gemacht. Wirklich. Ich finde, das riecht ein bisschen nach Pups. Nein. Alter. Ich schwöre bei Gott. Bist du in Hundekacke getreten? Nein. Ich rieche gar nichts. Oder hast du dir den Popo nicht richtig sauber? Nein, ich war duschen heute Morgen. Ich war nur Spaß. Ja, aber du weißt doch, dass Funchal die Hauptstadt ist. Dann guck mal doch hier. Gedacht, hier als ob du jetzt 500 Kilometer von hier weg ein Hotel genommen hast. Es gibt hier 10 Quadratmeter und 8 davon sind mit Bananen. Ja, Alter. Was soll ich denn wissen? So, wir haben das nächste Problem. Excel ist ja für 4 Tage hier. Aber hat dann niemand Bescheid gesagt, dass er kommt? Und hätte er uns einfach mal Bescheid gesagt, hey, ich komme, was für ein Hotel könnt ihr empfehlen? Was für eine Airbnb, was für eine Wohnung oder was könnt ihr empfehlen? Nee, er sagt einfach nichts. Jetzt hat er sich ein Hotel gemietet am anderen Ende der Insel.
Sag das nicht mir, sag das meinem Chat. Digga. Du musst dir das bieten, das ist gut, ja? Und du musst jetzt. Ja, weil die auch immer das Beste für dich wollen. Die wollen dir dabei zugucken, wie du Pizza nicht reinfrisst. Ich hab schon ewig keine Pizza mehr bestellt. Junge, ich war heute übelst viel in deinem Stream drin und ich bin 3 oder 4 Mal reingegangen. Die ganze Zeit hast du gefressen. Junge, gar nicht, Alter. Doch, Junge, ich schwöre auf alles immer. Weil du mich so aggressiv machst mit deinen Essgeräuschen. So, ich komm rein. Du bist die ganze Zeit am Essen. Ja, lass uns das Essen gehen. Ey, dann mietest du dir aber bitte auf jeden Fall ein Auto. Ich will mir ein Quad mieten. Was denn für ein Quad? Hol dir nochmal. Digga, das Problem ist, Axel, du musst immer über die Autobahn, weil du bist wirklich richtig verdeckt bis am anderen Ende der Insel. Kann man hier nicht auf der Autobahn mit Quad fahren? Kannst du in Deutschland mit dem Quad auf die Autobahn? Ja, natürlich. Digga, was für ein Quad? Was für ein Quad? Wie groß ist, Alter, mit 4 Rädern, das ist so groß. Ja, wie schnell fahren? Denkst du, fährst da 100 km/h auf den Quad? Nein, aber 80. Ich will ja kein Kinderquad mieten von Rofo Kinderland oder so. Ich will ja so ein richtiges Baumarkt-Kingo. Ey, Leute. Ihr kommt hier hin, sagt nicht Bescheid und mietet zu Hotel in der Insel. Was soll ich dazu sagen? Ja, was soll ich dazu sagen? Gleich gibt's Stellerei, ich sag dir. Kannst du es nicht wieder stornieren? Das könntest du wirklich. Nein, kann ich nicht. Doch, du hast noch nicht eingecheckt, du könntest es stornieren. Nein, kann ich nicht. Doch, das Problem ist, du bist nur 4 Tage da und alleine die 4 Tage brauchst du nur, um hin und her zu fahren. Digga, wie kann man denn. Ey, Digga, er hat das Hotel am anderen Ende. Diese Buchung ist jetzt garantiert und vollständig bezahlt. Ich hab den Paper bezahlt. Okay, wir suchen uns was zu essen jetzt und dann gucken wir mal, ob Excel das Hotel studieren kann, weil das macht echt gar keinen Sinn. Kannst du da auf Portugiesisch anrufen und nachfragen? Ja. Das ist wie im Zirkus, Alter, werden die Elefanten auch immer zur Schau gestellt. Zirkus ist unmenschlich. Oh Bruder, jetzt kommen da Leute. Ja, ich such hier was. Ich suche hier was. Hast du aber gut gemacht, Axel. Hast du gut gemacht. Stark. Die Sache ist, Axel, willst du was an deiner Gesundheit ändern? Hey, ganz im Ernst, Leute. Wenn ihr möchtet, dass ich hierher ziehe, dann schreibt, keine Ahnung, Alter, irgendwas Fettcamp in den Chat, in die Kommentare oder so. Dickes Loser Madeira, Alter. Wir sind begeistert, es gibt Falafel. Als Vorspeise. Als Vorspeise. Auf meine habe ich schon so einen Drop getan, du kannst die reindippen oder auch drüber tun. Das sind deine. Hansi isst die nicht. Warum isst du die nicht? Er mag die, ich finde die zum Kotzen. Ich finde die sehr lecker, aber ich muss mich zurückhalten, weil ich will abnehmen. Das ist gut so, weil die sind fett frittiert. Wie, die sind frittiert? Ja, frittiert. Junge, alle Abfahrt. Ja, let's go. Gönn dir. Die 3 sind von dir, die 3 sind von mir. Okay, dann mache ich das jetzt. Beste Musik. Danke. Hallo? Prost. Oh, ich habe... Oh. Sehr heiß, voll. Was sagt er? Na, das sieht doch aus wie meine Reaktion. Mit geil. Hä? Was war denn das gerade? Nein, was war denn das gerade? Es war heiß im Hals, aber schmeckt, ich find's geil. Aber findest du auch das hier geil? So! Heute alle gesund unterwegs. Wir essen eine Happy Bowl. Die seid ihr von mir schon gewohnt. Das war einfach mein Lieblingsessen hier. Tofu, Brokkoli, Möhren, Kichererbsen, Bulgur mit einer kleinen Erdnusssoße oben drüber. Hansi guckt ganz begeistert. Ja! Und wir haben noch eine Protein Bowl da hinten. Die teilen wir uns gleich zu dritt noch, wenn wir noch Hunger haben. Und Axel auch. Okay, wie war das Essen? Es war sehr lecker. Hat es wirklich geschmeckt? Ja, wirklich. Sei ehrlich. Das Tofu war nice, der Brokkoli war nice, aber dieses andere... Bulgur? Nee. Und Kichererbsen? Die waren sehr kalt. Wenn die warm gewesen wären die besser. Okay, was sagst du? Du hast gar nicht gefühlt heute, ne? Also ich wollte mich drauf einlassen, weil ich das letzte Mal auf jeden Fall ein bisschen von gegessen habe. Aber heute war extrem schlimm und ich habe 3 Viertel liegen lassen. Tut mir ein bisschen leid, aber geht überhaupt nicht. Ja. Ich muss mir jetzt irgendwas Anständiges holen. Ja, aber es ist auch wichtig, neue Sachen auszuprobieren. Ich habe mir meiner Freundin was mitgebracht und jetzt geht es dann nach Hause, ungeklickt streamen. Und dann schauen wir mal. Dann sind wir für uns, Bruder. Ja, ihr könnt dann zusammen ein bisschen die Insel unsicher machen. Ich bin eigentlich dünn. Du bist ja richtig am Schwitzen, vom Essen oder vom Gehen? Vom Leben, Alter. Komm jetzt. Ey, Junge, das ist doch nicht mehr lustig. Er muss die ganze Zeit lachen, deswegen muss ich auch lachen. Exlo ist jetzt ein Mietwagen. Hier wohnt. So ein. Der geht auf die Straße. Exlo holt gerade sein Auto ab. Schönes Auto hast du dir geholt. Danke. Einen schönen Peugeot 2008. Ja. Nächste Woche ist Karneval, deswegen ist alles ein bisschen gerade... Die ganzen Autos sind weg. Guck mal, ob du reinpasst. Bruder, das ist nicht dein Ernst, Alter. Oh mein Gott, der sitzt extra so weit nach hinten gemacht. Der sitzt extra so weit nach hinten gemacht, wie es geht. Oh Bruder. Oh mein Gott. Tut mir eingefallen, fahr nicht in den Berg runter. Wir sind die Griswolds. Passt das? Ja. Oh Junge. Oh Junge. So, ich bin jetzt im Unkriegsstream, ne? Viel Spaß euch beiden dann, ne? Hau rein, Axel. Das hier. Oh nein, der lässt mich hängen. Wie kann ich? Kannst du nicht. Ich bin in der Uhr, bringe ich Schweinerland. Du bist so richtig am Schwitzen, nur vor Einsteigen. Oh mein Ex-Lex. Jetzt wird gleich gedriftet.
So, bis später. Oh, ich habe gerade ungeklickt gestreamt. War sehr nice. Mittlerweile ist es dunkel. Und da ist noch die AIDA Nova, das zweitgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt, mit Flüssiggas betrieben. Auf dem war ich vor ein paar Wochen drauf. Und ich fand es sehr interessant auf jeden Fall. Falls ihr es verpasst habt, das Video, schaut mal einfach auf dem Kanal hier vorbei. Holzinsel. Ich verwechsel immer alle Kanalnamen. Schaut einfach mal auf Hochformat vorbei. Auf dem Kanal, da findet ihr noch ganz viele Videos, falls ihr irgendwas verpasst habt oder falls ihr neu dazugestoßen seid. Tanzverbot ist jetzt mit Axel am anderen Ende der Insel. Die sind dabei sich im Hotel essen. Deswegen habe ich mich heute Abend verabredet, mit Fritz Meinecke zu essen und mir ein bisschen was über das Baumhaus erzählen zu lassen, weil er baut gerade ein Baumhaus auf Madeira. Und der holt mich jetzt gleich ab. Der ist in 5 Minuten da. Und dann gehen wir was essen mit dem lieben Fritz. So, wir sind beim Essen. Ich esse eine Gemüsepasta mit Tomatensauce. Sieht sehr geil aus. Und Fritz hat eine Bolognese. Wir also essen beide Spaghetti. Und guten Hunger. Wir sehen uns. Dankeschön. Wir sehen uns gleich nach dem Essen. Bis gleich. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, kein Deutsch mehr. Was ist los mit mir? Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann kriegt ihr Schläge, ich raste, dann kommt es raus. Tschüss.